Jeden Tag passieren im Himmel und auf Erden unzählige faszinierende Dinge. Und es ist wichtig, die zu verstehen. Gerade in Zeiten von Fake News und alternativen Fakten. Physik bzw. Naturwissenschaft ist die einzige Methode, das zu ermöglichen. Und die steht hier beim Physikalischen Verein im Mittelpunkt. Herzlich willkommen! Es ist ja so, dass heutzutage unser Leben bis in den Alltag hinein geprägt ist von Wissenschaft und Technologie. Und eine ganze Menge Menschen interessieren sich für das, was in Wissenschaft und Forschung passiert. Und da kommt der Physikalische Verein ins Spiel. Wir sind keine Forschungseinrichtung, sondern eine Bildungseinrichtung. Unsere Arbeit ist die Wissenschaftskommunikation. Wir sind ca. 2000 Menschen aller Altersstufen mit Interesse an Astronomie, Physik, Technik, Umweltschutz und anderen Naturwissenschaften. Unter uns sind Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, Lehrer und Schüler und auch Firmen, vor allem aus dem Rhein-Main-Gebiet, da wir in Frankfurt beheimatet sind. Nicht nur Albert Einstein. Viele namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren und sind unsere Ehrenmitglieder. Seit 1824 sind wir Mittler zwischen den Naturwissenschaften und der Öffentlichkeit mit einem vielfältigen Angebot an Veranstaltungen. Ob Astronomie am Freitag, Schülervorlesungen, Workshops, Seminare, Vorträge, Ausstellungen, der Frankfurter Science Slam, Lehrerfortbildungen oder Förderpreise für Arbeiten auf diversen Forschungsgebieten. Für jeden ist was dabei. Ich kann hier gar nicht alles aufzählen. Wer es genau wissen will, auf unserem Webauftritt physikalischer-verein.de ist das alles detailliert zu finden. Also, schauen Sie mal rein. Auf der Webseite, hier auf YouTube oder viel besser im echten Leben bei einer unserer Veranstaltungen. Oder super viel besser, Sie machen einfach bei uns mit. Nochmal, herzlich willkommen. So, 20 Uhr 2, wir sind live. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist Astronomie am Freitag. Wir sind der Physikalische Verein und unser Thema ist heute Dreiecksbeziehungen. Es geht um kosmische Dreiecksbeziehungen, also jetzt nicht, wenn jemand sagt, ich fange was mit der Schwester meiner Frau an, dann ist das auch eine Dreiecksbeziehung. Darum geht es nicht, sondern es geht um Trigonometrie. Kennen Sie vielleicht aus der Schule noch, Sinus, Cosinus, Satz des Pythagoras und so weiter. Und damit kann man in der Astronomie einiges anfangen, kann Entfernungen und andere Informationen über Himmelskörper erfahren. Und unser Referent Bruno Deiß ist hoffentlich bereit. Ich versuche jetzt mal umzuschalten in unseren grünen Hörsaal in der Robert-Meyer-Straße und gucke mal, ob Bruno bereit ist. Also, er macht Daumen hoch. Deswegen, Bruno, du kannst loslegen und Ihnen wünsche ich viel Vergnügen. Ja, herzlich willkommen im Physikalischen Verein. Schön, dass Sie da sind. Wollen wir die Tür dann zumachen draußen vielleicht? Sonst stört es ein bisschen. Okay, wenn Sie oben auf der Plattform stehen bei uns hier, das ist so eine Animation, mit Stellarium zusammengestellt, und die Sterne sehen würden, ja, so doll sind sie meistens nicht zu sehen in Frankfurt hier, dann würde uns das so vorkommen, als ob die alle irgendwie auf so einer blauen Schicht angeordnet sind, dunkelblauen Schicht.
Das heißt, wir haben überhaupt kein Gefühl für die dritte Dimension, wenn es um kosmische Dimensionen geht. Hier im Hörsaal ist das ganz klar. Die da hinten sitzen, sehen automatisch, wie weit ich hier weg bin und umgekehrt, ich sehe auch, sie sind etwa so vielleicht so 15 Meter entfernt. Aber für kosmische Dimensionen fehlt uns irgendwie das Gefühl. Das scheint so, als ob wir umgeben sind von irgend so einer Himmelskugel, und das ist auch durchaus immer noch der fachliche Begriff. Der mehr poetische ist dann vielleicht Himmelszelt, aber der durchaus wissenschaftliche ist Himmelskugel, wo die Objekte angeordnet sind. Und wenn wir vom Ort eines Sterns sprechen in der Wissenschaft, meinen wir tatsächlich nur die zweidimensionale Position, also quasi nach links, rechts und oben, unten. Das ist der Ort eines gewissen Objektes am Himmel. Aber die Tiefe ist nochmal eine weitere Information, die erstmal noch nicht gegeben ist. Das heißt, wir müssen irgendwie den Kopf da durchstecken durch diese scheinbare Himmelskugel und schauen, wie wir da hinten weiterkommen. Okay, schauen wir doch mal unseren allernächsten Stern an. Und um klarzumachen, weshalb es eigentlich so unglaublich wichtig ist, diese dritte Dimension zu kennen, mal am Beispiel unserer Sonne. Wenn wir also die Entfernung wüssten, und wir wissen die Entfernung zur Sonne, das ist so eine astronomische Einheit, das sind 149.500.000 bla 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 Kilometer, das ist alles sehr gut bekannt. Und wenn man das halt eben weiß, so eine AE, eine astronomische Einheit, etwa 150 Millionen Kilometer, dann kann man mit der bekannten Entfernung einfach die absolute Leuchtkraft bestimmen des Objektes, in dem Fall der Sonne, und ihren absoluten Durchmesser. Das heißt, wenn wir etwas über die Physik der Objekte lernen wollen im Universum, dann brauchen wir die Entfernung. Sonst kriegen wir nie raus, wie groß die wirklich sind, wie leuchtkräftig die tatsächlich sind, denn sie erscheinen uns am Himmel ja nur schwach. Und wie hell sind sie jetzt wirklich? Also wie ist die Energieproduktion und alle diese Daten? Die Entfernungsmessung in der Astronomie ist ein Backbone, wenn man so im Englischen sagt, ein ganz wesentlicher Baustein. Denn haben wir die Entfernung, dann nehmen wir doch einfach einen CCD-Chip oder hier so ein Solarpanel. Und wenn wir Glück hätten, würden wir also maximal 1361 Watt pro Quadratmeter messen. Natürlich nicht auf dem Erdboden, das kriegen wir nicht hin. Da schluckt die Erdatmosphäre einiges. Das ist aber genau die Zahl, die auf der Hochatmosphäre ankommt. Oberhalb, ja, bevor sie verschluckt wird. Das ist also die gesamte Leistung pro Quadratmeter, die die Sonne uns schickt im Abstand von einer astronomischen Einheit. So, und jetzt malträtiere ich Sie im Laufe dieser Vorlesung, hier dieses Vortrags, mit ziemlich vielen Formeln. Können Sie dann auf YouTube immer nochmal nachgucken. Wenn wir also jetzt diesen Strahlungsfluss, so nennt man das, Watt pro Quadratmeter, haben, dann nehmen Sie einfach hier mit der gesamten Kugel, die die Sonne umgibt, im Abstand der Erde mal. Und die Oberfläche der gesamten Kugel ist einfach 4 Pi mal Abstand zum Quadrat. Das ist einfach die Formel, kann man nachgucken, von der ganzen Kugeloberfläche. Wenn also bei uns pro Quadratmeter 1300 Watt ankommen, müssen wir einfach mit dieser Kugeloberfläche mal nehmen, dann wissen wir die Gesamtenergieleistung der Sonne. Und da kommt 3,8 mal 10 hoch 26 Watt raus. Da gibt es bestimmt irgendeinen Namen, aber das ist genauso unverständlich. Das ist einfach nur eine 1 mit 26 Nullen, also ziemlich viel. Aber merken Sie noch, man braucht die Entfernung. Die Messung ist jetzt wieder sehr einfach hier unten, aber wenn Sie die Entfernung nicht haben, kommen Sie nie auf diese gigantische Zahl. Das andere ist, wenn wir den Winkel mal durch den Durchmesser der Sonne mal schnell messen, nicht mit dem Geodreieck, man muss ein bisschen genauer machen, da kommt aber ungefähr 0,53 und noch ein paar Grad raus. Naja, dann können wir mit der wahren Entfernung, mit der bekannten Entfernung auch den echten Durchmesser ausrechnen. Ich habe hier mal Q genommen, Querschnitt, Querdimension. Und die Querdimension ist einfach bekannter Abstand D, eine astronomische Einheit, mal gemessener Winkel. Vorsicht für die Experten, wenn Sie die Formel verwenden wollen, dürfen Sie jetzt nicht Gradmaß einsetzen. Sie müssten dann das sogenannte Bogenmaß nehmen. Ich sage es einfach, trotzdem verwenden wir jetzt einfach hier Abstand mal Winkel ist Querdimension. Taschenrechner nehmen, nicht die 0,53 nehmen, sondern der sogenannte Bogenmaßwinkel, kann man umrechnen, Formelsammlung, kommt raus, aha, bei bekannter Entfernung wissen wir, dass die Sonne 1.392.700 Kilometer quer groß ist, ohne hingeflogen zu sein.
Also die Entfernung ist ein ganz wesentliches Element in der Astronomie. Ich habe eben gerade diese Formel hin, Querdimension ist Abstand mal Winkel. Aber was ist denn, wenn wir jetzt eigentlich den Abstand wissen wollen von anderen Objekten? Dann müssten wir ja, das sind ja, gucken Sie mal, das sind drei Buchstaben hier, Q, D und dieses Theta heißt es, Winkel. Drei. Und wenn in so einer Formel drei Größen gegeben sind und zwei davon sind bekannt, dann können Sie nach der dritten dann auflösen. Heißt jetzt, andersrum, falls die absolute Strecke Q bekannt ist, falls man also den, falls man hingeflogen wäre oder wie immer, wie auch immer man den absoluten Durchmesser wüsste in Kilometer und man den Winkel entweder messen könnte oder irgendwie anders bestimmen könnte, dann könnte man in dieser Formel von eben auch nach D auflösen, so nennt man das. Dann wäre einfach bekannter Durchmesser durch den Winkel, würde uns den Abstand liefern. Und das ist die Essenz von aller, von der Methode der trigonometrischen Entfernungsbestimmung. Man muss den, irgendeine Idee haben für die Querdimension und eine Idee für den Winkel. Und dann kommt die Entfernung raus. Es gibt ganz viele Entfernungsbestimmungsmethoden fürs Universum, wenn es vor allem sehr weit draußen geht. Da gibt es die Trigonometrie, auf die ich heute eingehe. Dann gibt es die Standardkerzen, davon erzähle ich heute gar nichts, sondern nur am Rande. Es gibt Standardmaßstäbe und Standardsirenen, das sind dann verschmelzende schwarze Löcher. Erzähle ich alles nicht. Ich will nur den Mund wässrig machen für weitere Vorträge, die dann eben mal in den nächsten Monaten und Jahren kommen. Kommen Sie fleißig immer, abonnieren Sie unseren Newsletter. Haben Sie sowieso, sonst wären Sie gar nicht hier. Okay, oder Sie sind Mitglied des Physikalischen Vereins. Das ist sowieso klar. Also, heute erzähle ich über drei Methoden, drei trigonometrische Methoden, die alle nur mit Dreiecksbeziehungen gehen. Nur mit Dreiecksbeziehungen. Einmal das Klassische, das ist hier dieser Gaia-Satellit. Das ist auch das, was hier oben dieses Bild eigentlich andeutet. Dann Doppelsterne. Damit kann man auch die Entfernung sehr gut messen. Und dann Quasare. Schwarze Löcher am Rande des Universums gewissermaßen. Auch die kann man trigonometrisch vermessen und deren Entfernung bestimmen. Das ist sensationell. Am Rande des Universums war übertrieben. Das ist eigentlich immer noch eher Näheres. Also eine Milliarde Lichtjahre nicht schocken, das ist immer noch relativ nah, eine Milliarde Lichtjahre. Also immerhin, so weit kommt man mit denen. Okay, wir fangen aber ganz vorne an. Also nochmal, Sonne im Zentrum unseres Sonnensystems. Wir sind auf der dritten Innenbahn und haben einen Abstand von einer astronomischen Einheit. Also wir kennen die Kilometer. Und in den Einheiten können wir gut zählen. Und unser Sonnensystem ist Teil von einer Insel, die nennen wir Milchstraße. Und da sind 200 plus, vielleicht sind es 300 Milliarden Sterne. Lassen wir mal, sagen wir mal großzügig hier an dieser Stelle. Die umkreisen hier einander, beziehungsweise umkreisen so ein Zentrum. Und der Durchmesser von diesem Objekt ist ungefähr 100.000 Lichtjahre. Auch da wieder die Frage, woher weiß man das eigentlich? Naja, weil man genau all diese Methoden, die ich so eben anskizziert habe, schon mal verwendet hat. Deswegen weiß man, unsere Milchstraße hat etwa 100.000 Lichtjahre Durchmesser. Wir selbst sitzen irgendwo so zwei Drittel vom Zentrum entfernt mit unserem Zentralstern, die Sonne. Und schaut man mal ein bisschen weiter raus, von der Südhalbkugel aus. Ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, auf der Südhalbkugel unseres schönen Planeten zu sein. Aber wer schon mal dort war, in Argentinien oder in Australien oder Neuseeland, der hat vielleicht dann diese Objekte hier gesehen. Das sind die Magellanschen Wolken, die große und die kleine Magellanische Wolke. Zwei kleine Begleitgalaxien, die die Milchstraße umschwirren. Und angeblich hat diese eine Entfernung von etwa 160.000 Lichtjahren und die etwa von 200.000 Lichtjahren. Und 2 Millionen Lichtjahre entfernt, alles mit Zecker-Angaben, ist unsere nächste große Nachbargalaxie, der Andromeda-Nebel. Die sieht so ähnlich aus wie unsere. Deswegen nennt man sie auch vielleicht Zwillings-Schwestergalaxie, mindestens Schwestergalaxie.
Und wenn wir noch weiter rausgehen ins Universum, das ist jetzt hier das Hubble Ultra Deep Field, wobei diese Galaxie habe ich hier nur aus Showgründen mal reinkopiert, damit Sie wissen, was diese ganzen Flecken da sollen. Das sind nämlich alles Galaxien in der Tiefe des Universums. Und da wüsste man halt eben auch gerne, ja, wie weit ist denn das jetzt eigentlich alles weg? Wie viele Millionen, Milliarden Lichtjahre? So, erster Schritt. Man fängt ja erstmal an und vermisst die Sterne in unserer Nachbarschaft. Nachbarschaft heißt 100 Lichtjahre, 200, 300, 500 Lichtjahre, 1000 Lichtjahre vielleicht. Das ist alles noch engste Nachbarschaft. Die Sterne, die Sie nachts am Himmel sehen, sind vielleicht 1000 Lichtjahre so typischerweise entfernt. So, wie geht das? Es geht genauso, wie Sie die Entfernung messen, wenn Sie unterwegs sind oder auch im Hörsaal hier. Woher wissen Sie eigentlich, wie da alles hier so angeordnet ist? Naja, weil Sie sich unwillkürlich laufend so hin und her bewegen und dann wackeln die Bilder vor in Ihren Augen und Ihr Hirn, Ihr Zentralrechner, rechnet das um in Entfernungen. Genauso wie hier, ein Schritt zur Seite, ein Schritt wieder zurück. Dann merkt man einfach, dass hier vorne wackelt viel hin und her, das hier mittelmäßig und da hinten, das wackelt eigentlich fast gar nicht. Ich mach nochmal gerade zurück. So, diesen Effekt nennt man Parallaxeneffekt. Wie gesagt, Ihr Gehirn macht das permanent, deswegen können Sie Entfernungen gut einschätzen. Wo wackelt denn jetzt bei uns auf dem Planeten? Auf der Erde selbst ist nicht so sonderlich, sondern hier halt eben die Erde umkreist oder umläuft die Sonne einmal im Jahr. Und sie ist einmal auf dieser Position und einmal da drüben. Und wenn wir jetzt beispielsweise hier sind im Januar und machen eine Fotografie unseres Sternenhimmels, dann würden wir einfach diese Fotoaufnahme hier haben und würden uns beispielsweise diesen gelben Stern auch hier sehen, vor dem Hintergrund der anderen Sterne. Ein halbes Jahr später würden wir das gleiche Himmelsgebiet nochmal aufnehmen und würden feststellen, seltsam, dieser eine Stern hat sich hier rüber bewegt. Ein halbes Jahr später wieder und er wäre wieder in der früheren Position. Das heißt, wir können hier genauso einen Winkel messen, einen Sprungwinkel, so und so viel Grad am Himmel, völlig übertrieben, es ist Mini-Winkel. Trotzdem, man kann den ausmessen. Und dieser Winkel ist aber in diesem Dreieck, Sie sehen es ja wieder, Dreiecksbeziehung, genau dieser Winkel hier oben. So, wo ist denn jetzt eigentlich unsere Querdimension? Naja, unsere Querdimension ist jetzt genau die hier, die bekannt ist. Die ist wieder bekannt und wir messen einen Winkel und nehmen unsere Formel Querdimension durch Winkel. Die Querdimension sind zwei astronomische Einheiten, einmal hier und einmal da. Setzen das ein, messen den Winkel, der hier, und kriegen die Entfernung dieses Sterns raus. Gleiches Prinzip. Und diese Winkel sind sehr klein. Sehr, sehr klein. Das jetzt nochmal, dasselbe Bild nochmal. Wir sind hier hinten, wackeln quasi von Januar bis Juni immer hin und her. Also immer in einem halben Jahresrhythmus. Hier ist ein naher Stern, hier ist ein mittelweiter Stern und hier sind die ganz weit entfernten. Und wenn wir da Fotoaufnahmen machen, würden wir feststellen, der nahe Stern wackelt ziemlich viel hin und her in seiner Position, der mittelweite weniger. Und je weiter ein Stern weg ist, umso geringer wird dieser Winkelsprung. Und jetzt gibt es eine Entfernung, wenn ein Stern eine Entfernung hat, wo dieser Sprung genau eine Bogensekunde ist. Eine Bogensekunde, also kein Grad. Ein Grad ist ziemlich viel am Himmel schon, das ist ein doppelter Vollmonddurchmesser. Davon den 60. Teil haben Sie eine Bogenminute und davon nochmal den 60. Teil hat man eine Bogensekunde. Also so ein Minisprung eigentlich nur. Und wenn ein Stern, ein Objekt in dieser Entfernung wäre, dann wäre er genau in einer Parsec-Entfernung, in einer Parallaxensekunde-Entfernung. Genau diese Entfernung ist ein neues Entfernungsmaß, was man in der Astronomie, in der professionellen Astronomie verwendet, in Parsec. Man kann es aber trotzdem wieder umrechnen in Lichtjahre, etwa 3 Lichtjahre. Also wenn etwas etwa 3 Lichtjahre weg ist, ist dieser gemessene Winkel gerade so eine Bogensekunde. Jetzt wissen Sie vielleicht, Moment mal, der nächste Stern, Alpha Centauri und so weiter, ist ja schon mehr als 3 Lichtjahre entfernt, der ist ja schon 4 Lichtjahre entfernt. Das heißt, der allernächste Stern ist schon weiter weg als dieses eine Parsec, dessen Sprung am Himmel macht also schon weniger als eine Bogensekunde. Da merkt man schon, oha, da muss ich ein ziemlich feines Instrument haben, um diese Verschiebung wirklich zu messen. Mit bloßen Augen können wir völlig vergessen.
Also, wenn etwas in einer Parsec stünde, wie gesagt, ein Stern ist, gibt es schon da gar nicht, dann würde ein Winkel, so ein Sprungwinkel von einem Bogensekunde, das sind diese zwei Strichlein da oben, entstehen. Wäre ein Stern 10-mal so weit weg, würde nur noch 0,1 Bogensekunden. 100 Parsec, das sind also gerade mal 300 Lichtjahre, das ist nichts, das ist vor der Haustür, ist dieser Sprungwinkel aber schon ein Hundertstel Parsec, ein Hundertstel Bogensekunden. Ist er 1000 kpc, heißt Kiloparsec, 1000 Parsec entfernt, werden die Winkel Millibogensekunden und immer nur noch kleiner. Was man sieht schon, oha, da braucht man wirklich feinste Instrumente, um da wirklich überhaupt die allernächsten Sterne mit dieser Methode überhaupt messen zu können. Aber seit 1838 wird es gemacht. Seitdem sind die Instrumente so gut, um das zu messen zu können. Sonst würden wir, wie die alten Griechen, immer noch meinen, dass wir im Zentrum der Welt wären. Weil wenn wir nämlich den Sprung am Himmel nicht sehen, diese Parallaxe, ist es vernünftiger zu sagen, dann steht ja die Erde offenbar still. Dann müssen wir offenbar im Zentrum. Das war ja die Idee von den alten Griechen. Deswegen kamen sie ja absolut logisch aufs Argument, wir müssen im Zentrum des Universums sein. Sonst müssten wir ja diesen Sprung am Himmel sehen. Aber leider konnten sie sich nicht vorstellen, dass die Sterne so weit weg sind, dass der Sprung einfach nur da, dass er zwar da ist, aber es ist zu klein. Okay. Schauen wir mal, könnten wir denn damit die Entfernung zum galaktischen Zentrum messen? Ha, wir bräuchten ein Instrument, was 0,12 Millibogensekunden, also ein Zehntausendstel Bogensekunden messen könnte. Vom Erdboden aus können Sie vergessen. Kein super Instrument vom Erdboden aus kriegt das hin. Das ist die Luftunruhe. Selbst wenn man das mit neuesten Methoden rausrechnen wollte, diesen kleinsten Winkel, das kriegt man nicht hin. Im Optischen jetzt, also bodengebunden, kommt man eigentlich nur bis 30 Parsec. Der Hipparcos-Vermessungssatellit, der in den 90er Jahren geflogen ist, auch ein europäisches Projekt, kam schon bis 1000 Parsec, aber wenn Sie mal gucken, bis zum Zentrum sind es schon 8000. Das heißt, das war damals eine Sensation, war aber trotzdem noch gerade mal hier so ein bisschen. Die Mission Gaia, die jetzt auch durch die Presse ging, die hat nämlich jetzt ihren neuesten Datensatz veröffentlicht, die kommt 10.000 Parsec weit, also über das galaktische Zentrum hinweg. Wir werden also, wenn die Daten ausgewertet werden, demnächst sensationelle Ergebnisse bekommen. Das ist dieses Instrument, fliegt seit 2013 und misst auch immer noch. Und seine Winkelauflösung ist also hier Millibogensekunden und davon 0,024, also wahnsinnig fein. Dieses Gerät ist im sogenannten Lagrange-Punkt. Hier ist die Sonne, hier ist die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne herum. Und es gibt aufgrund einfach der Newtonschen Mechanik hier, es gibt noch weitere solcher Punkte, aber wenn man hier in dem Punkt ist, wird man gewissermaßen in so einem kleinen Raumgebiet, das ist nicht nur ein Punkt, das ist ein ganzes Raumgebiet, wird man von der Erde mitgezogen. Man hat also dann, obwohl man eigentlich außerhalb der Erdbahn ist, dieselbe Umlaufzeit um die Sonne wie die Erde. Wenn man normalerweise weiter draußen ist, bleibt man zurück. Das ist natürlich schlecht, wenn man mit dem Satellit funken will, dann bleibt er ja zurück draußen. Da ist gut, wenn er mitgezogen wird. Genau das ist der Fall. Das James-Webb-Teleskop, was ich heute nicht benennen werde, aber also nicht behandeln werde, sitzt auch in diesem Raumbereich. Langsam wird es da draußen eng. Nicht wirklich, der ist ziemlich groß. Auf jeden Fall super, dieses Teleskop sitzt hier, wird mitgezogen und macht jetzt, ja was? Genau diese Pendelbewegung seit 2013. Immer wieder und beobachte den Sternenhimmel in der Zeit 70 Mal, immer wieder die Objekte neu und kann dadurch mit Statistik, mit viel Statistik, diese Genauigkeit erreichen. Ja, und das ist der Bereich, den man mit Gaia vermessen hat jetzt schon. Und man hat damit 1 bis 2, 2 Milliarden, jetzt bei der neuesten Datenveröffentlichung wurde behauptet, mal 2 Milliarden Objekte. Das sind nicht alles Sterne, denn wenn ganz hier hinten quasi am Rande des Universums irgendein Quasar anfängt zu leuchten oder überhaupt leuchtet, dann misst Gaia den natürlich einfach mit, weil er hell genug ist. Also alles, was hell genug ist, in der Regel sind die Sterne in der Umgebung, aber auch Planeten, die ins Gesichtsfeld kommen, auch Asteroiden, die ganz nah bei uns hier vorbeischwirren, alles misst Gaia, aber halt eben auch
fast 2 Milliarden Sterne in diesem Gebiet. Und das entspricht ungefähr 1% der Milchstraße. Es wird also nichts weniger sein als eine Revolution in der Astronomie, was diese Daten bringen wird. Weil das einfach demnächst die besten Daten liefert, überhaupt. Und in diesem Volumen drin kann man jetzt, weil man die Entfernungen weiß, von all diesen Objekten, von diesen 2 Milliarden Objekten, deren absolute Leuchtkraft bestimmen, deren echten, also alle möglichen Größen bestimmen, Temperaturen exakter bestimmen, also alle möglichen physikalischen Größen, wenn es Doppelsterne sind, auch noch genauer deren Massen, weil man jetzt die Entfernung so gut kennt. Und wenn man erstmal dann einen riesen Datensatz von absoluten Größen hat, dann kann man diese Objekte darin vergleichen mit weit entfernten und kann dann durch Vergleich von Helligkeiten und so weiter die nächste Entfernungsstufe machen. Das ist aber genau das mit den Standardkerzen. Das ist aber heute gar nicht das Thema. Man sieht aber schon bei den Magellanschen Wolken, ich habe das jetzt mal in Parsec hingeschrieben, weil ich ja eben nur noch umgeswitcht bin von Lichtjahren auf die Parsec. Das sind etwa 50.000 Parsec und das sind 62.000 Parsec jenseits der Reichweite von Gaia. Selbst die allernächste Galaxie ist schon weit draußen. Aber wir wüssten schon gerne, was im Universum so los ist. Wir wüssten also gerne die Entfernung beispielsweise von mindestens der großen Magellanschen Wolke. Ja. Es hilft nur Gehirnschmalz einsetzen. Und das geht, indem man sich jetzt mit ganz speziellen Objekten befasst, von denen man weitere Informationen ziehen kann. Beispielsweise mit ganz speziellen roten Riesen, sogenannte Red Clump Stars. Ich erläutere gleich noch. Erstmal Folgendes: Aus einer Wolke entstehen Sterne. Es entstehen mickrige Sterne, so wie unsere Sonne. Es entstehen gigantische Riesensterne. Das Schicksal von den großen Sternen, die vielleicht 10-mal so schwer sind wie unsere Sonne oder 30-mal, die verpulvern ihren Brennstoff so heftig, dass sie ganz kurz nur leben und dann aber mit Show-Effekt in einer Supernova explodieren, um dann in ein schwarzes Loch zu münden oder Neutronenstern oder was weiß ich. Unsere Sonne wird einen anderen Weg gehen. Sie wird sich allmählich aufblähen. Sie wird zu einem roten Riesen. Und dann stößt sie ihre Hülle ab, alles mehr in einem etwas sanfteren Szenario. Die Hülle geht weg, ein planetarischer Nebel, und übrig bleibt ein weißer Zwerg. Auf diesem Weg dorthin, das rote Riesenstadium. Das, so ein Stern bläht sich auf. Und als ich eben sagte, allmählich, es gibt so ein paar Zwischenstufen, dann sackt er wieder zusammen, bläht sich wieder auf. Also sehr dynamisch, aber es gibt einen Zustand, das hat man aber festgestellt durch Beobachten von Tausenden von diesen roten Riesen, da sind sie etwas länger in einem stabilen Zustand wieder. Für die Experten, solange der Stern hier ist im Normalzustand, ist im Inneren Kernfusion Wasserstoff zu Helium. Wenn sie dann in diesem Zustand, in diesem stabilen Zustand wieder sind, in diesem Red Clump Star Zustand, dann verbrennen sie gerade in einer ruhigen Phase Helium zu Kohlenstoff. Zwischendrin ist es dynamisch. Und wenn etwas ruhig ist und stabil, eignet es sich vielleicht als Vergleichsobjekt. Das ist immer ganz wichtig. Man braucht Objekte, deren absolute Größen man gut bestimmen kann, um sie dann zu vergleichen. Und dafür eignen sich diese roten Riesen, wenn sie gerade in diesem Stadium sind. Kriegt man aber raus, indem man ihr Licht exakt analysiert. Das ist ja nicht so, das Licht kommt an und da steht noch gleich nebendran, hallo, ich bin gerade in dem Zustand. So ist es ja nicht. Ne? Wir müssen schon genauer das Licht untersuchen, das Spektrum untersuchen. Okay, dieser Stern hat alle Eigenschaften eines Sterns, der gerade in diesem Zustand ist. Lassen wir ihn doch mal genauer angucken. So etwa. So, und jetzt kommt noch mal was Selteneres dann. Von diesen Red Clump Stars gibt es jede Menge. Aber das, ich hoffe, jetzt läuft die Animation, haben wir gar nicht getestet vorhin, sie läuft, hoffentlich auch draußen im Stream. Ein Doppelsternsystem mit 2 roten Riesen, die gerade in dem Zustand sind.
Das kommt nicht allzu häufig vor, weil oftmals ist der eine Stern schon entwickelt und hat sich zum weißen Zwerg entwickelt und der andere ist noch nicht so weit. Wir müssen beide in dem Zustand sein. Kommt aber vor. Einer ist ein bisschen größer, andere ein bisschen kleiner. Und dann sieht man hier unten die sogenannte Lichtkurve. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wenn sie nebeneinander sind, sieht man ja das, ich schaue es gerade nochmal auf, das maximale Licht. Läuft es nochmal? Nochmal draufdrücken. Okay. Noch, ich muss mal vielleicht nochmal Folgendes sagen. Jetzt hat er irgendwie aufgehört. Ich gehe nochmal auf die Folie zurück und fange nochmal so an. Was geht's dann? Es ist also nicht unbedingt so, dass diese Objekte auch getrennt zu sehen sind am Himmel. Das ist jetzt hier nur für die Animation, damit klar ist, was da sich abspielt. Oftmals sieht man nur hier unten, mal gucken, diese Kurve. Man sieht also nur, okay, da ist ein Objekt und plötzlich verdunkelt es sich. Und dann ist es wieder wie vorher und dann verdunkelt sich es wieder, aber nicht mehr so stark. Und dann kommt das Ganze immer wieder rhythmisch. Anhand von dieser Lichtkurve weiß man dann, das muss ein Doppelstern sein, der auch noch glücklicherweise so orientiert ist, dass wir auf die Kante gucken. Wenn wir so drauf gucken würden, die würden sich so umkreisen, wäre der Effekt dann wäre gar nicht vorhanden, weil die sich ja nicht gegenseitig abdecken. Muss also gerade, also erstmal ein Doppelsternsystem sein mit zwei roten Riesen und auch noch gerade so orientiert, dass wir von der Kante gucken. Das kommt nicht allzu häufig vor. Aber ich habe Ihnen ja gesagt, in der Milchstraße gibt es 200 Milliarden Sterne. Da sind immer ein paar dabei, die man brauchen kann. Was passiert jetzt? Jetzt kommt der eine Stern ja immer bei der Gelegenheit auf uns zu und der andere geht wieder weg. Das heißt, wir können jetzt mit dem sogenannten Doppler-Effekt, also wir vermessen das Licht und stellen die Frequenzen fest und stellen einfach fest, das ist der Doppler-Effekt, immer mal wieder ist das Licht, hat eine kürzere Wellenlänge, ganz einfach, weil es zusammengestaucht wird, erscheint uns also blauer. Und zum anderen Zeitpunkt ist das Licht, erscheint uns röter und seine Wellenlänge ist gedehnt gegenüber der Wellenlänge, die man aus dem Labor kennt. Man schaut sich also das Licht eines Sterns an und findet darin ganz bestimmte Charakteristika von atomaren Kennungen und kann jetzt feststellen, gegenüber dem Labor sind die immer verschoben, mal ins Blaue, mal ins Rote. Ich zeige aber gleich noch eine kleine Animation. Und wie gesagt, ich habe schon angekündigt, ich werde Sie mit ganz vielen Formeln heute malträtieren. Aber muss auch mal sein. So, Lambda ist die Wellenlänge, die man kennt aus dem Labor. Delta Lambda ist einfach jetzt der Unterschied. Mal weniger, mal gestaucht, mal gestreckt, mal gestaucht, mal gestreckt. Das ist diese Differenz. Vielleicht ein Tausendstel von dem. Da steht hier drüben ein Tausendstel. Was soll das bedeuten? Ein Tausendstel heißt, aha, der Stern kommt mit einem Tausendstel Lichtgeschwindigkeit auf mich zu. Oder mit einem Tausendstel Lichtgeschwindigkeit geht er weg. Tausendstel Lichtgeschwindigkeit ist 300 Kilometer pro Sekunde. Wäre schon ziemlich schnell. Man kann das noch viel feiner messen. Je nachdem. Man kann also die Geschwindigkeiten von solchen Objekten sehr gut messen, indem man einfach nur das Licht analysiert und die Verschiebung der Wellenlänge Delta Lambda misst. Dann weiß man sofort die also die Radialgeschwindigkeit. Radial heißt einfach auf uns zu oder von uns weg. Das ist genau immer diese Dimension, nennt man Radial. Ja. So, jetzt diese versprochene Animation. Ich hoffe mal, sie läuft. Hier oben läuft also ein Doppelsternsystem jetzt um. Und hier sind genau in diesem Regenbogenspektrum des Sterns, der beiden Sterne, erscheinen jetzt, das nochmal laufen, solche schwarzen Linien, das sind genau diese atomaren Charakteristika, beispielsweise im Gelben, würde das davon künden, dass dort Natrium vorhanden ist. Natrium produziert so eine gelbe-schwarze Linie, so eine schwarze Linie im Gelben, Entschuldigung. Da sieht man schon, es gibt zwei Linien plötzlich, nämlich einmal mehr nach links, einmal mehr nach rechts. Na, immer der eine Stern kommt auf uns zu und der andere geht weg. Und damit kriegt man jetzt genau das hier raus. Verschiebung von Lambda geteilt durch Lambda gibt einfach die Radialgeschwindigkeit in Einheiten der Lichtgeschwindigkeit. Und wenn jetzt, in der Realität wird es nicht so sein, dieses System so exakt von der Kante ist, es kann ja durchaus leicht gekippt sein, dann laufen die Sterne immer noch aneinander vorbei, aber es ist nicht mehr 100% exakt auf der Kante. Wir tun für diesen Vortrag mal jetzt
so, als ob das 100% ideal ist. Denn dann ist das, was ich mit diesem Effekt messe, exakt die Bahngeschwindigkeit. Ich messe dann mit dem Effekt exakt die Bahngeschwindigkeit. Wenn es leicht gekippt wäre, kriege ich ja nur den Anteil raus mit diesem Effekt, der gerade auf mich zugerichtet ist. Aber wenn Sie eine gekippte Bahn haben, gibt es ja immer noch einen Geschwindigkeitsanteil nach unten oder nach oben sozusagen. Ja? Also hier unten steht Idealfall. Diese gemessene Geschwindigkeit, Radialgeschwindigkeit, ist gleich der Bahngeschwindigkeit, mit der also der eine Stern um den anderen umläuft. Und das ist schon sensationell. Ne? Wir gucken das Licht an und wissen sofort, wie schnell ein Stern, ohne ihn überhaupt aufzulösen, wir sehen gar keinen, wir sehen aber nur so ein Spektrum von irgendeinem Objekt, was mal ein bisschen dunkler wird, ein bisschen heller, analysieren das Licht, genau mit dieser Methode hier, und kriegen raus, da sind zwei Objekte, die haben 30 Kilometer pro Sekunde, hat der eine drauf und der andere 80, weil sie asymmetrisch sind. Man sieht es ja hier oben, ne? Der leichtere hat ja ein größeres Tempo als der massive Stern hier. Man kriegt also wieder in absoluten Einheiten die Kilometer pro Sekunde raus, der Bahngeschwindigkeit, mit dieser Methode. Schauen wir uns das mal nochmal genauer an. Ein kleinerer Stern und ein größerer Stern umkreisen sich. Da der eine eine geringere Masse hat und der andere eine größere Masse, laufen die also nicht um den Mittelpunkt des Abstands, sondern die laufen ja hier um diesen Punkt rum, um den Schwerpunkt. Ja? Der eine macht so eine kleine Bahn und der leichtere macht eine Riesenbahn außenrum. Okay. Die Bahnen, ich habe hier A2 und A1 stehen, das interessiert heute gar nicht, sondern uns interessiert tatsächlich der wahre Durchmesser dieser Objekte. Den können wir eigentlich gar nicht messen, weil wir sehen nicht mal, dass die zwei Sterne getrennt sind. Trotzdem kriegen wir was raus über die wahren Durchmesser dieser Sterne. Das werden jetzt vielleicht denken, das ist Zauberei. Vielleicht, wir kriegen es hin. Und der eine läuft also jetzt mit der großen Geschwindigkeit. Hier habe ich 2 unten hingeschrieben, weil das einfach unser Stern 2 ist. Und das ist unser Stern Nummer 1. Deswegen hat er die kleinere Bahngeschwindigkeit V1 und das ist V2. Aber mit unserer Methode kriegen wir ja diese Geschwindigkeiten raus. Der würde gerade, wenn er auf uns zuläuft, ein bisschen blau verschoben sein, also gestauchte Wellenlänge und der gedehnte Wellenlänge. Und wir kriegen sofort die Bahngeschwindigkeiten von den zweien raus. Schon mal schön. Und jetzt gucken wir uns die Lichtkurve an. Also das. Ne? Volle Beleuchtung, dann ist irgendwie eine Abdämpfung drin, dann geht es wieder hoch und dann wieder eine kleinere und dann kommt das immer wieder. Und hier unten ist mal, wenn wir hier links wären und würden hier von rechts da so drauf gucken, ist mal diese Situation dargestellt. Also wir schauen hier von links da drauf und würden die beiden Sterne nebeneinander sehen. Dann hätten wir also volle Leuchtkraft. Im nächsten Moment ist der rote, von uns aus gesehen, hinter dem blauen verschwunden. Entsprechend sackt die Leuchtkraft hier runter. Im nächsten Moment ist der rote wieder hervorgekommen und wir sehen wieder volle Leuchtkraft. Dann ist der rote, der kleine, vor dem blauen, deckt also ein bisschen was von dem Blauen ab, aber leuchtet ja selbst noch. Deswegen gibt es die kleinere Einsenkung. Und dann das Spiel wieder von vorn. Und wenn wir das nur exakt ausmessen hier, indem wir einfach nur jahrelang diesen Stern beobachten, diesen Doppelstern, um diese Bahnkurve, also diese Lichtkurve hier exakt zu vermessen, dann haben wir alles schon. Warum? Von hier nach hier, was passiert da eigentlich? Da schiebt sich ja der kleinere Stern hinter den großen. Das habe ich hier mit gestrichelter Linie angedeutet. Wir sehen die eigentlich gar nicht. Ne? Wir messen nur das hier oben und messen einfach die Zeitpunkte mit der Stoppuhr. Wie lange hat das gedauert? Ein Tag oder ein paar Stunden, wie auch immer. Das können wir messen. Delta T2 heißt einfach nur, von hier bis da hat es ein paar Stunden gedauert. Können wir genau messen. Und in dieser Zeit ist also offenbar dieser Stern hinter den anderen gerutscht. Ja, wie weit ist er denn da gerutscht? Er ist genau um seinen eigenen Durchmesser hier hinten hin gerutscht. Und mit welchem Tempo denn? Naja, die verschieben sich ja jetzt von der Kante geguckt, der eine mit der Geschwindigkeit, der andere mit der, verschieben die sich ja mit der Gesamtgeschwindigkeit
ist das ja passiert. Aber die Geschwindigkeiten, die haben wir doch vorher gerade gemessen mit unserem Doppler-Effekt. Wir wissen also, mit welcher Geschwindigkeit die sich verschieben und wir wissen, wie lange das gedauert hat. Aber jetzt wissen Sie vielleicht noch, Geschwindigkeit ist Weg pro Zeit oder andersrum, Weg ist Geschwindigkeit mal Zeit. Also folgendes, Sie sitzen im Auto und fahren mit 100 km/h, also mit einer bekannten Geschwindigkeit. Und das machen Sie 2 Stunden lang. Ja, wie weit sind Sie gekommen? 100 km/h mal 2. Also 200 Kilometer, logisch. Also Q2, der Radius des kleinen Sterns, der ja gerade sich verschoben hat, ist einfach, die beiden Geschwindigkeiten müssen wir aber zusammenzählen, die kennen wir aber, mal die Zeit, die wir hier gemessen haben, diesen Zeitabschnitt, fertig. Und wir kennen in Kilometer, wenn Sie Spaß dran haben, auch in Zentimeter, den Durchmesser dieses Sterns, obwohl wir den noch nie selbst gesehen haben. Also wenn das nicht sensationell ist, den absoluten Durchmesser. Das Gleiche machen wir natürlich jetzt von hier bis hier. Denn was ist passiert? Gerade war der Stern ja hier die gestrichelte Linie, der kleine. Dann hat es eine Weile gedauert, bis er sich hinter dem Dicken da hier hingeschoben hat und dann wieder vollständig draußen ist. Das dauert diese Zeit. Die Geschwindigkeit, mit der das passiert, ist aber das Gleiche. Das heißt, wir können jetzt einfach unsere Geschwindigkeit nehmen, mit dieser Zeit hier mal nehmen und kommen auf den Durchmesser des anderen Sterns. Das heißt, wir haben sofort die absoluten Durchmesser dieser beiden Objekte. Was bringt uns das? Also das sind Messgrößen. Ne? Die können wir messen und kriegen dann die absoluten Durchmesser raus. Auch übrigens noch, brauchen wir nachher noch gerade, wenn das hier absackt, ganz tief, wissen wir ja, der Stern hier, der kleinere, hat sich nach hinten verschoben. Also ist dessen Leuchtkraft gerade der Anteil hier. Das heißt, wir wissen auch noch die Einzelleuchtkraft von dem Stern. Da wir die Gesamtleuchtkraft von beiden wissen, ist das, was hier unten übrig bleibt, dann die Leuchtkraft von dem. Das heißt, wir kriegen ja noch die Einzelleuchtkräfte raus. Ne? Also wie hell, wenn wir unsere Solarpaneele daneben würden, unser CCD-Chip, und würden jetzt messen, wie hell erscheinen uns beide Sterne. Dann gucken wir, wie sich das einsenkt und würden auch noch rauskriegen, wie hell ist denn jetzt der Anteil von dem einen und wie hell ist der Anteil von dem anderen. So, das war ja unser Ziel. Wir würden gerne die Entfernung haben. Die Querdimension, die haben wir schon, eben mit der Methode. Jetzt bräuchten wir aber noch, bei der Sonne geht das mit unserem Geodreieck, wir bräuchten den Winkel. Wie sollen wir denn von einem entfernten Stern den Winkeldurchmesser messen? Das können Sie ja vergessen. Jedenfalls fast. Wenn nicht menschliche Ingenieurskunst uns hier weiterbringen würde. Und das tut es auch. Und der Sonne, das kriegen Sie mit dem kleinen Finger schon hin. Da können Sie die ganze Sonne abdecken, können Sie abschätzen, das ist ein halbes Grad. Bei einem entfernten Stern den Durchmesser des Sternpunkts da rausbekommen. Aber wenn wir das hätten, würden wir die bekannte von eben berechnetes Q durch den Winkel dividieren, hätten wir die Entfernung. Ja, Ingenieurskunst. Wir haben das Very Large Telescope, 4 davon in Chile, in einem Abstand von 100 Meter. Und die können wir auch noch zusammenschalten. Und wenn per Glasfaser wird das Licht zusammengeführt von den einzelnen Instrumenten, wird übereinander gelegt und man hat dann ein Teleskop scheinbar von der Gesamtgröße, also von 100 Meter Durchmesser. Obwohl jedes einzelne Teleskop nur 8 Meter Durchmesser hat, wenn man das Licht zusammenleitet, erzeugt man ein scheinbares Teleskop von 100 Meter Durchmesser. Das nennt man Long Baseline Interferometry und das Gesamtding heißt halt VLTI, Very Large Telescope Interferometer. Wenn man das zusammenschaltet, und die Winkelauflösung ist dann 1 Millibogensekunde. Ui, das ist schon sportlich. Die Luftunruhe, die ja hier eigentlich das Ganze stört, kann man heutzutage rausrechnen mit ganz bestimmten Tricks, also auch wieder mit Ingenieurskunst, einfach vom Feinsten. Man denkt immer, für was braucht man eigentlich Astronomie? Das ist so eine Luxussache.
Nee, um alles das zu entwickeln, braucht es Hightech. Es sind Hightech-Instrumente hier. Die genauesten Instrumente teilweise, die die Menschheit je gebaut hat. Keine Übertreibung. Die Lichtfasern werden zusammengeführt in so etwas hier mit kompliziertesten Schaltungen dann, um dann so diese interferometrische Sache zu erzeugen. Das Instrument hier heißt Pioneer, also in der deutschen Schreibweise Pioneer. Precision Integrated Optics Near Infrared Imaging Experiment. Near Infrared heißt nahes Infrarot. Das heißt, mit den Teleskopen kann man nicht nur im optischen beobachten, im sichtbaren Licht, sondern auch sogar im nahen Infraroten, also wo ja, gelb-rot und dann noch ein bisschen mehr die längeren Wellenlängen. Denn, warum? Ist das günstig für uns heute? Weil diese roten Riesen halt eben nicht nur rot sind für unser optisches Auge, sondern eigentlich sogar im Infraroten besonders hell sind. Und da wäre es gut, wenn man mit Infrarotaugen hinguckt. Können wir aber. So, und mit diesem Instrument sind wir in der Lage, von recht nahen, ich sag mal hier 400 Parsec, roten Riesen, wieder von der Sorte möglichst, echt die Durchmesser bestimmen, messen. Man kann die Durchmesser von roten Riesen messen in Sonnenumgebung. Und das ist sensationell. Das geht erst seit wirklich ganz wenigen Jahren. Das Very Large Telescope ist schon länger in Betrieb, aber das Zusammenführen von den vier Großteleskopen gelingt erst seit kurzem. Das ist wirklich neueste Forschung. Und mit einer Genauigkeit von 1% kann man die Durchmesser von, die absoluten Durchmesser, also die Winkeldurchmesser von roten Riesen messen. Das heißt aber doch, wir können in einer nahen Umgebung alle möglichen roten Riesen schon mal messen und wissen, welchen Durchmesser die tatsächlich haben. Schon mal gut. Um sie dann irgendwie zu vergleichen. Für entfernte rote Riesen. In der Magellanschen Wolke nämlich. Da wollen wir hin. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Denn hier steht ja, wie gesagt, nur in Sonnenumgebung, in den Magellanschen Wolken, da kommen wir nicht hin mit der Methode, das ist klar. Deswegen verwendet man Folgendes, man verwendet die Flächenhelligkeit. Hört sich jetzt kompliziert an, ist einfach nur, okay, die Leuchtkraft von der Sonne, was wir hier hinten messen mit unserem Solarpanel sozusagen, einfach nur, wie viel? Wie viel kommt hier hinten an, diese 1300 Watt pro Quadratmeter? Und jetzt nochmal pro Winkeleinheit am Himmel. Die Sonne hat einen Winkel von einem halben Grad. Die Fläche ist also ein halbes Quadratgrad, nee, ein Viertel Quadratgrad. Das heißt, wir kriegen 1 Kilowatt ungefähr pro Quadratgrad Himmel da oben. So kommt diese, das nennt man Flächenhelligkeit. Das ist so eine Winkelfläche am Himmel. Und das, was bei uns ankommt, das ist die Flächenhelligkeit. Die wird oft mal abgekürzt mit S und das V da unten soll einfach nur heißen im visuellen, im sichtbaren Licht. Was heißt das jetzt? Das macht also diese beobachtete Helligkeit 1 Kilowatt pro Quadratmeter. Durch diese Winkelfläche, Theta-Quadrat, heißt das hier, also eine Winkelfläche. Da kommt so eine komische Einheit raus, Magnitude, das ist einfach diese Helligkeit in der Astronomie, die nennt man Magnitude, und unten kommt wirklich pro Quadratbogensekunde. So schräge Einheit gibt es dann da halt eben. Aber das ist keine große Sache, ne? Aber die Flächenhelligkeit. Wenn ich diese Lampe hier eben jetzt mal einfach so dahin halte, wieso sehen Sie die eigentlich so intensiv? Weil deren Flächenhelligkeit heller ist als die Flächenhelligkeit vom sonstigen. Deswegen erst sehen Sie die heller. Die Flächenhelligkeit einfach. Das ist der entscheidende Punkt. Die Gesamthelligkeit von einem Objekt ist das eine. Aber wenn uns etwas, die Sterne beispielsweise, sind ja von uns aus gesehen ganz lichtschwach. Deswegen können wir mit dem bloßen Auge reingucken. Aber ihre Flächenhelligkeit ist immer noch genauso wie die von der Sonne. Deswegen erscheinen sie ja an dem Punkt, wo sie stehen, immer noch so intensiv hell. Ihre Flächenhelligkeit ist eigentlich dieselbe. So, was können wir, was wollen wir damit? Ja, Folgendes. Das ist die Flächenhelligkeit. Also die Helligkeit, die man messen könnte, durch den Winkeldurchmesser. Das Problem ist nur, den Winkeldurchmesser von ganz weit entfernten Objekten, den wissen wir doch gar nicht. Wissen wir doch überhaupt nicht. Wie können wir dann die Flächenhelligkeit bestimmen? Die Helligkeit können wir messen. Okay, so und so viel kommt bei uns an. Aber den Winkel können wir doch gar nicht messen. Andersrum wird ein Schuh draus. Nämlich, wenn wir die Helligkeit kennen,
und wir wüssten aus irgendwelchen anderen Gründen die Flächenhelligkeit, und diese Gründe nenne ich Ihnen gleich, dann könnten wir diese Formel hier ja auch wieder andersrum. Ne? Das sind drei Buchstaben, das hier links, das da oben, das da unten. Wenn zwei bekannt sind, können wir nach der dritten auflösen. Wenn also die Helligkeit bekannt ist und wenn die Flächenhelligkeit bekannt ist, aus irgendwelchen Gründen, die ich gleich nenne, dann könnten wir nach dem Winkel auflösen. Dann wüssten wir von einem weit entfernten Objekt, was wir gar nicht auflösen können, trotzdem den Winkel. Kommt einem komisch vor, ja? Aber wir wollen ja den Winkel von dem Objekt bestimmen. Wie geht das? Die Gesamtlogik erzähle ich nachher nochmal, weil es sonst zu viel wird vielleicht. Also wir können jetzt hier in unserer Sonnenumgebung unser Superteleskop anschmeißen und beobachten in Sonnenumgebung echt die Winkeldurchmesser. Können wir messen und bestimmen von den vielen roten Riesen mal Leuchtkraft geteilt durch beobachteten Winkeldurchmesser zum Quadrat, also eine Winkelfläche. Ne? Und kriegen also raus, okay, diese roten Riesen haben die und die Flächenhelligkeit. Bisschen unterschiedlich, der eine bisschen größer, der andere ist ein bisschen matter, wie auch immer. Wir eichen also die Flächenhelligkeit. Wir wissen also, haben wir sozusagen eine ganze Liste von bekannten Objekten mit bekannten Flächenhelligkeiten. Jetzt habe ich hier in diesem Bild ein bisschen angedeutet, dass einige von den roten Riesen besonders rot sind, aber andere sind vielleicht ein bisschen nicht so rot, ein bisschen blasser oder sowas. Das heißt, sie haben unterschiedliche Farben. Wie kommt sowas zustande? Diese roten Riesen sind nicht alle gleichartig, sondern einige sind einfach etwas kühler und andere sind ein bisschen heißer. Entsprechend ist ihre Farbe ein bisschen anders. Das heißt, wir messen auch noch zusätzlich zu der Flächenhelligkeit die Farbe. Warum wir das machen, werde ich gleich erläutern. Aber jetzt werden Sie doch sagen, eine Farbe sieht doch jeder unterschiedlich. Der eine, bei dem einen kommt das im eigenen Auge ein bisschen röter vor, der andere sagt, nee, das ist doch nicht so rot. Einfach weil wir verschiedene Augen haben. Jetzt machen wir ja Wissenschaft. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Begriff bilden, was Farbe sein soll. Möglichst in Form eines Zahlenwertes. Wie geht das? Man schaut sich den Stern an und nimmt ein Filter, was nur Infrarot durchlässt, in so einem ganz bestimmten Wellenlängenbereich. Da kommt hinten raus so und so viel Watt pro Quadratmeter Infrarot. Okay. Anderen Filter, im Visuellen, im Sichtbaren, da kommt eine andere Leuchtkraft an. Und dieses Verhältnis, wie viel kommt im Infraroten, geteilt durch die Menge, die im Sichtbaren ankommt, sagt uns, naja, wie rot ist denn der jetzt wirklich? Wenn viel Rot reinkommt, dann ist er offenbar besonders rot. Und zwar exakt als Bruch, einfach als Zahlenwert, als Verhältnis. Strahlungsfluss, Infrarot, geteilt durch Strahlungsfluss visuell. Da kommt irgendwie 1,2 raus. Oder 0,8. Oder 2,5. Wir haben auf jeden Fall eine Zahl. Und das wird jetzt hier gemacht. Hier unten werden die Farben eingetragen. 2,2, 2,3, 2,4 und die jeweilige Flächenhelligkeit von einer ganzen Menge von diesen roten Riesen. Und dann stellt man fest, holla, das ist nicht völlig beliebig, das ist ja wahnsinnig, der Zusammenhang ist exakt fast korreliert, wenn man so schön sagt. Ohne vielleicht zu verstehen, warum das so ist, findet man einfach, es ist halt einfach so. Warum auch immer. Man kann da noch Theorie machen und dann sich klar machen, warum das wirklich so sein sollte. Aber dass es so wirklich so wahnsinnig scharf zusammenhängt, das hätte man eigentlich fast gar nicht so erwartet. Hier unten ist nochmal das anders aufgetragen. Hier sind nur die Differenzen aufgetragen. Dann sieht man hier schon, wie wenig das wirklich schwankt. Rechts sind die besonders roten Objekte. Links sind die nicht so roten Objekte. Und wenn wir jetzt gucken, aha, je röter ein Objekt ist, desto geringer ist seine Flächenhelligkeit. Hier steht es nochmal, je röter oder auch je kühler ein roter Riese ist, desto geringer ist seine Flächenhelligkeit. Hätte man eigentlich selber drauf kommen können. Was uns kühler erscheint, erscheint uns auch nicht so grell. Wenn ich die Lampe hier, die habt ihr nämlich gerade da hinten, wenn Sie so Lampen kaufen,
steht immer Farbtemperatur hinten dran. Da kann man ja sozusagen genau das immer einstellen. Wenn ich jetzt hier mehr Richtung Blau gehe, im Moment habe ich jetzt ziemlich rötliches Licht eingestellt, dann erscheint es einem, obwohl ich die Helligkeit gar nicht hochdrehe, trotzdem irgendwie greller, weil das Verhältnis dann einfach sich ändert. Also die Flächenhelligkeit ändert sich je nach Farbe. Und je röter, je kühler der Stern ist, umso geringer ist die Flächenhelligkeit. Was haben wir davon? Ganz einfach. Wie war das nochmal? Wie messe ich die Farbe? Ich nehme einfach einen Filter und messe einfach, wie viel dadurch kommt, nehme einen anderen Filter und messe, wie viel dadurch kommt, ein Bild des Verhältnisses. Dass die Farbe zu messen, ist total einfach. Auch von entfernten Objekten. Farben messen ist total einfach. Ja, aber Moment mal, wenn ich dann die Farbe messen kann, ganz einfach, dann weiß ich ja umgedreht die Flächenhelligkeit, obwohl ich die Flächenhelligkeit gar nicht gemessen habe. Obwohl das Objekt so weit weg ist, dass ich seinen Winkel ja gar nicht messen kann, kann ich trotzdem die Flächenhelligkeit messen, weil ich einfach die Farbe messe. Wir haben es gleich. Das hier war es nochmal. Wenn ich also die Helligkeit messe im Visuellen und jetzt mit dieser Methode die Flächenhelligkeit bestimme, dann kann ich ja seinen Winkeldurchmesser messen. Stellen Sie sich nochmal vor. Sie haben ein Objekt jetzt in den Magellanschen Wolken. Ziemlich weit draußen. Das ist so weit weg, dass Sie keine Chance haben, den Durchmesser, also den Winkeldurchmesser von diesem Objekt zu messen. Das kriegen Sie überhaupt nicht hin. Aber was Sie machen können, ist einfach, Sie messen die Farbe, Infrarot geteilt durch visuell, kommt eine Farbe raus. Sie gehen in das Diagramm, kennen die Flächenhelligkeit von dem Objekt. Und wenn Sie die Flächenhelligkeit wissen, kennen und man weiß, dass die Flächenhelligkeit mit dem Winkel in der Formel da unten steht, in dem Verhältnis steht, kriegen Sie also den Winkeldurchmesser raus, obwohl das Objekt eigentlich nur als Punkt am Himmel erscheint. Das haben die polnischen Experten seit Jahren gemacht. Seit 1992 haben die dieses Instrument hier am Laufen. Das ist in Chile aufgebaut. Da beobachten die seit 1992 35 Millionen Sterne in den Magellanschen Wolken. Da sehen Sie mal, oh, die haben viel Geld oder wie, oder viel Geduld, offenbar jedenfalls einen langen Atem. Eigentlich wollen die Gravitationslinsen messen, aber als Abfallprodukt fallen einfach auch alle möglichen anderen Sachen an, beispielsweise das, was ich jetzt gleich erzähle. Also gar nicht so groß, 1,3 Meter Spiegel, kommt mal so groß, gar nicht so doll, aber einfach nur jahrzehntelang Millionen von Sternen beobachten, wie sie dunkler werden, heller werden, flackern, was auch immer. Und dann kriegt man halt auch diese Doppelsterne raus. Wir haben also in den Magellanschen Wolken 20, da merken Sie schon, von den 35 Millionen bleiben dann nur 20 günstige übrig, die für unser Problem heute günstig sind. Hier ist die Magellanische Wolke mal in so einer Negativdarstellung. Und da sind irgendwie diese roten Riesen drin. Was haben die gemacht? Lichtkurve gemessen. Spektrum aufgenommen, Dopplerverschiebung, um zu messen, wie die Bahngeschwindigkeiten sind und die Farben bestimmt. Das war's. Und damit kriegt man die Entfernung raus. Wie nochmal? Folgendes, nicht durcheinander bringen lassen durch die ganzen Sachen hier unten. Ich gehe durcheinander durch, gehe einzeln nacheinander durch. Lichtkurve messen und diese Dopplermessungen hat uns gezeigt, dass mit dieser Methode den absoluten Durchmesser in Kilometer rausbekommen, der einzelnen Objekte, obwohl wir sie gar nicht beobachten, sondern nur diese Kurve haben, wissen wir, wie groß wirklich in Kilometer die einzelnen Objekte sind. Wir messen auch durch die Einsenkungen die Einzelhelligkeiten. Gut, jetzt messen wir noch die Farbe. Ganz einfach. Und kriegen raus, aha, deren Flächenhelligkeit ist so groß. Jetzt wissen wir also, Helligkeit durch Flächenhelligkeit ist der Winkel, wir müssen noch die Wurzel da draus ziehen, ich glaube, das kriegen Sie hin mit dem Taschenrechner, weil hier steht Winkelquadrat, aber wir brauchen nur den Winkel, gehen nämlich in die Formel hier unten und kennen den Durchmesser geteilt durch den Winkel und kennen die Entfernung. Das ist die Logik. Und das war ein Artikel in Nature, 2019, und damit wird jetzt die Entfernung der Magellanschen Wolken auf 1% genau gemessen. 1% genau. Dass wir wissen jetzt, sie ist 49.590 Parsec plus minus 540. Das allein ist ja schon, weil das ja ein Objekt ist, was ja eine Ausdehnung hat,
Das ist eigentlich schon nahezu die Eigenausdehnung von dem Objekt. Und das ist sensationell, denn das ist die nächste Stufe jetzt, um weiter in den Kosmos zu kommen. Denn man nimmt jetzt andere Sterne, sogenannte Cepheiden, in den Magellanschen Wolken, von der man ja genau weiß, wie weit sie weg ist. Und kann jetzt die Cepheiden in der Magellanschen Wolke wiederum eichen, weiß also, wie hell sie wirklich sind, um sie dann für noch weiter entfernte Galaxien, wo man auch die Cepheiden, diese ganz leuchtkräftigen Pulsationssterne beobachten kann, um dann deren Entfernung zu messen. Also diese Magellanschen Wolken waren schon immer ein Zwischenschritt. Man wusste aber die Entfernung nur auf 2-3% genau. War schon super. Jetzt weiß man seit 3 Jahren auf 1% genau. Also wir leben in einer Zeit mit wirklich, wo Revolutionen am laufenden Band stattfinden. Ja. Letzte Methode. Jetzt wollen wir aber noch mal gucken, gibt es denn auch trigonometrische Methoden für ganz weit entfernte Objekte? Noch viel weiter. Also die hier rechts so in diesem zusammengestellten Bild erkennbar sind. Das sind normale Galaxien erstmal, aber im Zentrum sitzt ein schwarzes Loch, und zwar ein aktives. In unserer Milchstraße sitzt auch ein schwarzes Loch, aber hat eben im Moment in einem Schlafmodus, Hungermodus, Diät, auf Diät gesetzt. Wenn das schwarze Loch gerade Materie absorbiert, verschluckt, dann gibt es Helligkeitsausbrüche, so Jets und so weiter. So, und die kann man über die große Entfernung beobachten. Und nochmal zurück. Wenn wir den wahren Durchmesser eines Objektes kennen und wir können auf irgendeine Weise den Winkel messen oder uns herleiten, wie wir es eben hatten, können wir diese eben gerade schon benutzte Formel wieder verwenden. Querdurchmesser durch Winkel. Eben hatten wir Mühe, den Winkel rauszubekommen. Da musste man mal Trick 17 mit der Farbe arbeiten. Und so weiter. Wie kann man das jetzt mit den anderen Objekten machen? Das sind, wie gesagt, Galaxien, in deren Zentrum ein schwarzes Loch sitzt. Und ganz im Inneren, gar nicht so groß, spiralt also Materie in das Innere des schwarzen Lochs. Das hier nochmal so angedeutet, quasi rausgezoomt, nennt man eine Akkretionsscheibe. Und in dieser Scheibe, das ist also einfach Gas, was sich aufheizt. Und dieses Gas hat durchaus auch verschiedene Moleküle, sind da drin. Und ein ganz besonderes Molekül strahlt freundlicherweise gerade so, dass man es gut messen kann. Hier oben steht noch das Wort Maser. Die Strahlung ist nämlich genau von der Art wie Laser. Ein Laser ist ja ein technisches Instrument, wo man bestimmte Atomniveaus durch Bauweisen einfach sozusagen in so einen metastabilen Zustand bringt, dann fällt das runter. Also Quantenphysik, die dazu führt, dass diese Atome da drin kohärent gemeinsam, wie so eine nordkoreanische Armee, gemeinsam ihr Licht raushauen. Komplett kohärente Strahlung. Im sichtbaren Licht spricht man von Laser, Light Amplification. Ist man im Mikrowellenbereich oder im Radio, spricht man von Maser, Microwave und so weiter. Das gleiche Prinzip aber. So, das wird beobachtet. Solche quasare Objekte werden beobachtet mit Radioantennen, beispielsweise hier in der schönen Eifel. Und wenn man den Empfänger auf 235 GHz stellt, stellt man plötzlich fest, holla, da kommt ja eine ziemlich intensive Strahlung plötzlich an. Das macht man nicht nur mit einem Einzelinstrument, das macht man mit einem ganzen Verbund von Radioantennen, weltweiter Verbund. Auch dort werden dann die einzelnen Daten zusammengelegt, Interferometrie gemacht, allerdings nicht direkt wie bei diesem optischen Teleskop in Chile, sondern die Daten kommen wirklich auf einer Festplatte mit dem LKW und Schiff und so weiter an und werden dann erst übereinander gelegt, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Also dann wird einfach per Computerei dann das ausgewertet. Aber Moment mal, in Chile simuliert man ein Teleskop von 100 Meter Durchmesser. Jetzt hat man ein Gesamtteleskop, ein Radioteleskop von 10.000 Kilometer Durchmesser. Einmal komplett die Erde. Von hier darüber. Oder zumindest bis nach Europa. Also ein paar tausend Kilometer. Das heißt, mit diesem Very Long Baseline Interferometry, also Interferometer, kann man jetzt im Radiowellenbereich feinste Sachen aufnehmen.
irgendwo die Auflösung hingeschrieben, die ist scheinbar verloren gegangen. Die ist nämlich auch im, muss mal gucken, ob von der nächsten Folie kommt, Millibogen-Bereich. Also nochmal, hier unten ist jetzt, die Frequenzen sind scheinbar aufgetragen, ich sag's aber gerade, hier sind nämlich Kilometer pro Sekunde, steht hier nämlich irgendwo, Velocity, LSR Velocity. Maserstrahlung von Wassermolekülen bei 22,235 Gigahertz. Das wäre genau diese hier. Und man merkt aber schon, es kommt zu etwas längeren Wellenlängen nochmal so Peaks an und bei etwas kürzeren Wellenlängen nochmal so etwas. Das hier, dieses Objekt, steht hier, habe ich mal drunter geschrieben, lokales Ruhesystem. Und hier unten stehen ja Kilometer pro Sekunde. Folgendes, das Universum dehnt sich insgesamt aus. Alle Objekte scheinen sich von uns wegzubewegen. Und dieses Objekt jetzt hier, das ist irgend so ein Quasar, NGC 5765b, warum auch immer, bewegt sich gerade mit etwa, was ist das hier, 8300 oder sowas, Kilometer pro Sekunde scheinbar von uns weg. Deswegen lokales Ruhesystem, das kriegt man auch raus, indem er nämlich merkt, Wasser im Labor strahlt bei der und der, dieser Maser-Effekt ist eigentlich bei der und der Frequenz. Wir müssen aber unseren Receiver in unserem Radioteleskop ein bisschen weiter drehen, weil die Dopplerverschiebung, beziehungsweise in dem Fall kosmologische Rotverschiebung, ist aber egal. Wir messen eine verschobene Frequenz und können damit ableiten, aha, scheinbare Bewegung 8300 Kilometer pro Sekunde. Und man sieht aber, offenbar gibt es aber auch Wolken. Also hier sitzt offenbar ganz viel Wasser und dann auch noch so feine Strukturen hier drin. Also mehrere Wolken sind das. Das ist kein Rauschen. Diese Maserstrahlung ist so scharf, dass alle diese feinen Strukturen, die Sie hier drin sehen, echte einzelne Wolken sind. Und dann sieht man schon sehr symmetrisch, gibt es offenbar Wolken, die hier sind und Wolken, die hier sind, die etwas höheres Tempo von uns weg haben und die nicht so hohes Tempo von uns weg haben. Bezogen auf das Ruhesystem heißt das, die gehen von uns weg und die kommen quasi scheinbar auf uns zu, bezogen auf das Ruhesystem. Sollen wir das verstehen? Naja, so. Das ist so eine Scheibe, die rotiert und der Teil kommt gerade auf uns zu und der Teil geht von uns weg. Und da drin sitzen jetzt, also diese Gasscheibe hat Wassermoleküle und unter ganz bestimmten Bedingungen gibt es diese Maserstrahlung. Wir wissen vielleicht, der Laser wurde zwar schon von theoretisch, eigentlich geht er auf die Einsteinschen Gleichungen zurück, aber entwickelt und wirklich wurde erst in den 60er Jahren. Das ist einfach nicht so einfach, so einen Laser zu machen. Und hier in der Natur bildet sich das von alleine. Aber nur unter ganz bestimmten Dichte, Temperatur, Druckverhältnissen bildet sich der Zustand des Gaswolke gerade so, dass Maserstrahlung rauskommt. Deswegen gibt es hier nur so ganz bestimmte, ganz klar definierte Wolken in dieser ansonsten verschmierten Scheibe. Das sind die, die hier gerade auf uns zukommen, der blaue Anteil, und das sind die, die gerade weggehen. Was bringt uns das alles? Bringt uns Folgendes. Erstmal hier rechts. Unser Superteleskop von Erddurchmesser ist in der Lage, diese einzelnen Punkte echt zu messen. Man kann wirklich die Winkel zwischen den einzelnen Punkten messen, obwohl das eigentlich, sagt sie nachher, hunderte von Megaparsec weg ist, also hunderte von Millionen Lichtjahre. Ist die Auflösung durch unser Superteleskop so gut, dass man diese einzelnen Punkte wirklich messen kann. Das heißt, wir wissen den Winkeldurchmesser dieser Gasscheiben, die um schwarze Löcher spiralen, in einer Wahnsinnsentfernung. Das ist schon mal ein schönes Ergebnis, dass wir die Winkel da kein Problem haben. Die können wir schon mal messen. Aber jetzt müssten wir aber gerne, ja, und wie viele Kilometer sind denn das da oben jetzt wirklich? Die Querdimension in Kilometer, damit wir unsere Formel verwenden können. Abstand, Distanz ist Querdimension geteilt durch Winkel. Das hier nochmal so eine andere Darstellung. Das sind die Wolken, die von uns weggehen. Das sind die, die auf uns zukommen. Und das ist ja unten, das kann man jetzt wahrscheinlich gar nicht so gut erkennen, einfach nur nochmal in Winkelabständen jetzt hier die Bahngeschwindigkeit. Und dann sieht man, die hier sind hier so, die inneren laufen also schnell nach hinten weg und die kommen schnell auf uns zu hier, die hier gerade so runtergehen.
Keplerbahnen. Man braucht auch keine große Theorie dazu. Halt schon, also aber jetzt vom Grundsatz her ist es einfach nur eine normale Kepler-Dynamik und Newton'sche Physik. So, was bringt uns das? Nochmal. Übrigens auch hier, ne? Wir schauen ziemlich gut auf die Kante. Es bringt nichts, wenn die Scheibe von oben zu sehen ist. Wir müssen also genau nur die wieder raussuchen, die wir gerade so gut von der Kante sehen. Sonst klappt es nicht. Aber das Universum ist groß. Es gibt jede Menge von dem Zeug. So, wir würden also jetzt von unten mal auf diese rotierende Scheibe schauen. Der eine Teil kommt auf uns zu, wäre also blau gestauchtes Licht hier. Das andere geht weg, wäre also etwas röter. Das kann man direkt messen. Aber jetzt misst man einfach das Ganze jahrelang. Und dann stellt man fest, wir können auch das hier unten messen. Wir messen also, wie Klumpen, wenn sie hier sind, noch auf uns zukommen, dann laufen sie nur quer rüber und dann laufen sie ja von uns weg, wenn sie auf dieser Kreisbahn sind. Was heißt das? Wir messen also pro Zeit, wie sich die Geschwindigkeit ändert. Bisschen auf uns zu, dann rüber und dann weg. Und das ist genau die gemessene Beschleunigung. Wir messen also die Beschleunigung auf dieser Kreisbahn direkt. Das können wir nicht also direkt im Sinne von, wir müssen einfach jahrelang messen, um diesen Effekt hier rauszubekommen. Das kann man direkt messen, indem man einfach guckt, die Frequenzen sind blau verschoben, die Frequenz ist rot verschoben, die Bahngeschwindigkeit kriegt man sofort raus. Beschleunigung, man braucht Geduld. Was haben wir davon? Wenn man was auf eine Kreisbahn zwingen will, wir nehmen einen Hammerwerfer, ein Seil, und da läuft außen was auf der Kreisbahn. Und das weiß man ja selbst. Der Radius ist ja jetzt mal fest an einem Stück Seil. Und je mehr sie da dran, je höher die Bahngeschwindigkeit ist, umso mehr ist ja diese Fliehkraft. Oder andersrum ausgesprochen, sie brauchen immer mehr Beschleunigung nach innen. Ja? Das heißt, die Bahngeschwindigkeit und die Beschleunigung hängen ganz eng miteinander zusammen. Und der Radius natürlich auch noch. Wie hängen die miteinander zusammen? Formelsammlung wälzen. Man nimmt einfach Newton'sche Physik, nichts Großartiges. Dann weiß man dabei, dass die Bahnbeschleunigung immer wie die Bahngeschwindigkeit zum Quadrat ist, geteilt durch den Abstand. Man hätte vermutet, es wäre nur Geschwindigkeit durch Radius. Nee, es ist Bahngeschwindigkeit zum Quadrat durch Radius. Nehmen wir es mal so hin. Das ist die Beschleunigung. Ja, aber Moment mal. Das können wir doch direkt messen hier oben, V-Quadrat. Und V-Punkt, also das hier, können wir doch auch messen. Dann können wir noch R auflösen. Wieder drei Sachen in der Gleichung, in der Formel. Ne? Das hier, das da oben, das da unten. Zwei sind bekannt. V-Punkt, also das hier. Und V-Quadrat. Dann können wir das so umstellen und können das und das einsetzen. Und kriegen dann also raus, der Bahnradius oder, wenn wir noch eine 2 davor multiplizieren, der Bahndurchmesser, Q, habe ich hier oben nicht eingetragen, ist direkt messbar im Sinne von Bahngeschwindigkeit und diese Änderung der Geschwindigkeit messen. Fertig. Wir kennen offenbar den Querdurchmesser da oben. Jetzt. Allerdings von unserer Scheibe, muss man gerade gucken, ob das nicht da oben, das war schon mal Doppelbild rein, nochmal so. Also wir kennen den Querdurchmesser, das hier, weil wir das mit den Geschwindigkeiten ausgemessen haben. Den Winkel können wir mit unserem Superteleskop messen. Querdurchmesser durch Winkel ist die Entfernung. Wurde gemacht im Jahre 2020. Und damit wurde die Expansionsrate des Universums, die sogenannte Hubble-Konstante, neu bestimmt. Unabhängig bestimmt. Hier vorne lesen Sie es schon, es gibt ein Megamaser Cosmology Project. Das ist das Paper Nummer 8. Und hier steht jetzt kombinierte Hubble-Konstante, Constraints heißt einfach Zwangsbedingungen. Also sozusagen mit der Methode wurden neue Zwangswerte jetzt bestimmt, wo man sagen kann, diese Ausdehnungsrate des Universums kann jetzt nicht irgendwie total anders sein. Denn, wo ist das Problem? Also übrigens wurde das jetzt rausbekommen, diese Zahlenwert, ich gehe nochmal gleich drauf ein, das sind jetzt in diesem Paper, in diesem hier,
fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Objekte hat man vermessen. Als ich vorhin sagte, das Universum ist groß, gibt ganz viele von denen. Ja, aber die, die günstig stehen, und dann doch wieder weniger. Sechs Stück trägt man ein. Nochmal hier unten diese sogenannte Luftgeschwindigkeit, war vorhin diese 8000, war glaube ich einer von denen hier gerade. Und dann die Entfernung, die so gemessen wurde. Da kommt man drauf, die Nahen, also die Nahen sind hier, dann die Fluchtgeschwindigkeit, die ganz Nahen sind hier. Und die Mittelweiten haben offenbar diese Fluchtgeschwindigkeit und die ganz weiten Entfernten haben diese Fluchtgeschwindigkeit. Also ist die Expansionsrate des Universums so und so groß. Genauso wie steil diese Kurve hier ist. Wenn die steiler wäre oder flacher wäre, würden wir eine andere Ausdehnungsrate bekommen. Und wir kommen aber hier, wenn wir die schwarze Linie da durchziehen, auf diesen Zahlenwert 73,9. Und das ist die Unsicherheit, plus minus 3. Das scheint einem jetzt je nach Geschmack vielleicht ziemlich gut schon oder naja, könnte besser sein. Was soll diese Einheit da hinten, Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec, heißt einfach nur, wenn ein Objekt ein Megaparsec entfernt ist, Sie erinnern sich, Megaparsec ist einfach nur 3 Lichtjahre, also wenn ein Objekt 3 Millionen Lichtjahre entfernt wäre, würden wir es mit einer Fluchtgeschwindigkeit beobachten von 73,9 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, dieser Zahlenwert wäre ein Objekt 100 Megaparsec entfernt, also 300 Millionen Lichtjahre entfernt, würden wir es mit einer Fluchtgeschwindigkeit von 7390 Kilometer pro Sekunde messen. Und wenn Sie mal hier unten gucken, aha, hier diese Objekte, die hier, die sind so ungefähr 100 Megaparsec entfernt und haben eine Fluchtgeschwindigkeit von ungefähr knapp 8000. Genau dieser Zahlenwert, ne? So, wie soll man denn jetzt einschätzen? Ist das jetzt Käse oder wo, wie passt das irgendwo rein? Und gleich am Ende. Das hier, darüber habe ich auf dem YouTube-Kanal schon mehrere Vorträge auch schon gehalten. Kosmologie in der Krise. Man bestimmt die Hubble-Konstante mit zwei verschiedenen Methoden. Einmal mit explodierenden Supernova, deren Entfernung man misst und kommt. Und noch vielen anderen Methoden, die alle so ähnlich sind. Und kommt auf diesen Zahlenwert. Plus minus 1,3 übrigens. Also ziemlich gut. Wahnsinns geringe Bandbreite. Es gibt da keinen großen Spielraum mehr. Eine komplett andere Methode, Methodengruppe, kommt auf diesen Wert und noch weniger Unsicherheit. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen hier sagen, Leute, wir sind so top, da geht nichts mehr. Und die sagen, geschenkt, wir sind auch top. Und das passt nicht zusammen. Und dass das echt zwei verschiedene Werte sind, hat eine Signifikanz von 99,999, heißt, das ist nicht einfach nur irgendein Messfehler, das ist eine Krise. Und jetzt wäre es ja gut, man hätte eine weitere Methode, komplementäre Methode, die andere Unsicherheiten hat, aber die irgendwie vielleicht eine Tendenz gibt. Und siehe da, diese Methode sagt, plus minus 3, okay, recht schlecht, aber sie gibt eine Tendenz, dass das hier wohl stimmt. Okay, aber die sind auch nicht faul, die bringen andere Agenten aufs Tapet, das ist klar. Aber Sie merken schon, da ist jetzt wirklich Feuer drin in dem ganzen Thema. Das wollte ich Ihnen zeigen, dass mit sowas Simplen wie Entfernungsmessungen einfach wirklich ganz dicke Bretter gebohrt werden. Ganz dicke Bretter. Ich habe Ihnen also die Grundlage von allem hier vorgestellt, die echte trigonometrische Methode mit dem Gaia-Satelliten, wo man nochmal die allernächsten Sterne nochmal neu vermisst jetzt, weil man die Entfernung gut kennt. Die Doppelsternmethode als eine ganz spezielle Methode für die Magellanischen Wolken anhand von 20, gerade mal 20 Objekten, aber immerhin 1% Genauigkeit für die Magellanischen Wolken. Und jetzt für die Hubble-Konstante als weitere Methode die Ausdehnungsrate des Universums mit diesen Megamasern. Und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Danke. Wenn Sie Fragen haben, können Sie dann zu mir nach vorne kommen. Wunderbar, wunderbar.
Ja, vielen Dank, Bruno Deiß. Und ja, Bruno Deiß hat also heute auch ein etwas dickeres Brett gebohrt. Der Vortrag war doch etwas mathematischer, was mich sehr gefreut hat. Ja, die Schlussrunde gibt es leider nicht mehr, wo Chatfragen beantwortet werden könnten. Das ja, ist eigentlich nicht so schön, weil gerade heute wäre es vielleicht ganz gut gewesen. Und es war in der Vergangenheit immer so, dass gerade die Schlussrunden mit Bruno Deiß mir immer sehr viel Spaß gemacht haben. Aber naja, so ist das halt. Gut, wir waren jetzt eine ganze Weile nicht da. Ist mal ausgefallen und letzten Freitag war ja die Night of Science, das heißt, an den naturwissenschaftlichen Fachbereichen der Universität war da die ganze Nacht Vorträge und Veranstaltungen und wurde auch gegrillt. Also da waren wir beteiligt und deswegen fiel der Vortrag aus. Aber jetzt sind wir bis zum Sommerferien noch voll dabei. Nächste Woche geht es um die Beobachtungen einer lauen Sommernacht mit Georg Pieler. Und wenn ich so gucke in unser Programmheft, was er da so schreibt, der Vorteil der Sommernächte ist natürlich, dass sie warm sind. Man kann da schön beobachten. Der Nachteil ist, die Nächte sind natürlich kurz, aber das gleicht die Wärme wieder aus. Es weht vielleicht ein warmes Lüftchen, aber sonst ist es nicht kalt, man muss nicht frieren. Deswegen die wunderbaren Sommersternbilder, der Schwan, die Milchstraße, was man da so sehen kann, das erzählt Ihnen Georg Pieler nächste Woche. Unbedingt dabei sein. Und natürlich unseren YouTube-Kanal abonnieren, die Videos liken, diesen Livestream, diesen Vortrag auch heute bitte liken. Und auf unserer Homepage erfahren Sie natürlich, was wir so machen. Und Sie können auch spenden. Der rote Spenden-Button verfolgt Sie über die ganze Seite und Sie können uns da per Kreditkarte, PayPal oder was auch immer einen kleinen Obolus zukommen lassen. Wird uns freuen. Sie können auch den Newsletter abonnieren, wo Sie sehr zeitnah immer ja, erfahren, was wir für Veranstaltungen und Vorträge demnächst haben. Und die Krönung des Ganzen auch über unsere Homepage wäre die Mitgliedschaft. Also das, Sie können sich also das Beitrittsformular darunter laden und Mitglied werden. Ist eine schöne Sache, würde ich Ihnen auch sehr empfehlen, falls Sie es noch nicht getan haben. Ja, das war's. Hat mich gefreut. War ein schöner Vortrag. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Livestream. Tschüss.